Beachvolleyball im Winter? Klingt komisch, ist aber so. Möglich ist das bei Beach Mitte. Auch dieses Wochenende wird wieder zum Fun-Turnier geladen und der Spaß ist gebuchte Sache. Am meisten, dass wir mal wieder zusammengespielt haben und unsere ganzen Trainingseinheiten nicht nur für die Katz sind. Man hat ja 4 Stunden Zeit und man spielt hintereinander weg, hat eigentlich keine Pause. Man ist hier mit Freunden, also man kennt so viele und es macht einfach wahnsinnig Spaß, dann den Sonntag hier zu verbringen. Mhm. Im 2-Wochen-Rhythmus geht's abwechselnd für Frauen, Männer und Mixteams auf Punktejagd für die Winterrangliste. Aber natürlich geht's nicht nur ausschließlich um Punkte. Denn die Person, die bis Anfang April die Rangliste anführt, gewinnt eine Saisonkarte für den Sommer 2023. Es ist echt cool, denn hier sind immer viele Leute, die wir kennen. Es ist schön, Freunde zu treffen und gleichzeitig eine Herausforderung beim Spielen, eben weil man sich so gut kennt. Aber trotzdem, wir kommen immer wieder gerne hierher, weil wir die Community mögen. Im Moment ganz oben Sophie Apel. Aufgrund einer Verletzung bestreitet Apel das Turnier nicht mit Bianca Meinhardt, sondern mit Tina Patzner. Beide kennen sich gut und spielen beim USV Potsdam zusammen. Bei der vorangehenden Gruppenphase haben die beiden kaum Probleme. Das Team schafft es bis ins Finale. Wir konnten uns auf dem Feld richtig schnell gut zusammenfinden. Also es hat gut funktioniert und ja, macht Spaß. Dort müssen sie sich nur Graziana Ockert und Ricarda McHelton geschlagen geben, die sich somit 125 Punkte für die Rangliste sichern. Also wir waren total entspannt und easy. Wir hatten kleine Anlaufschwierigkeiten, aber ich glaube, wir haben uns dann ganz gut eingefuchst. Und die Musik war auch sehr gut. Ja. Dadurch. Aber wir haben nicht mitgerechnet, würde ich behaupten. Doch egal ob Podium oder nicht, die neue Turnierreihe von Beach Mitte ist ein großer Spaß für alle. Wenn auch ihr Lust habt, meldet euch doch gerne für die nächsten Termine an. Beachvolleyball über das gesamte Jahr bei Beach Mitte. Caroline-Michaele-Straße, direkt am Nordbahnhof.